Es zischt, dampft und manchmal schießen sogar die Flammen hoch. Die Arbeit am Wok in einem Restaurant gleicht einem Schlachtfeld. Die Luft vibriert vor Hitze, wenn der 28-jährige Oh Yen Hong mit einer Hand den Wok über den Flammen des Gasbrenners schwenkt und mit der anderen Hand mit der Kelle im Wok rührt. Auf den Händen habe er schon keine Haare mehr, weil die Hitze einfach zu stark ist, sagt er lachend. Da er ein Jugendfreund von meinem Mann ist, haben wir schon einige Male in dem Restaurant, in welchem er seine Ausbildung zum Koch macht, getroffen. Ich hatte schon also einige Male das Vergnügen, ihn und seinem Meister beim Kochen zuzuschauen. Heute hatte ich endlich mal die Gelegenheit, mit ihm für das Wochenendmagazin ein Interview zu führen und mich mit ihm über die Arbeit in einem Kuaichao-Restaurant zu unterhalten. Doch was bedeutet eigentlich Kuaichao? Kuai kann man als schnell übersetzen. Cao bedeutet etwas braten und schwenken. Es ist also eine Kochtechnik, bei der die frischen Zutaten in einer kleinen Menge in sehr heißem Öl in einer Wokpfanne gebraten werden. Dabei muss der Koch den Wok über dem Feuer des Gasherdes mit schnellen Bewegungen aus dem Arm vor und zurück schwenken, damit die Zutaten gleichmäßig im heißen Öl gebraten werden und der Geschmack sich gut verteilt. In Europa kennt man diese Technik auch aus der französischen Küche, dem Sauté. Dazu brät man das dünn geschnittene Gemüse oder Geschnetzeltes bei einer hohen Temperatur von ca. 160 bis 240 Grad in einer Pfanne mit hochgezogenem Rand, einer Sauteuse. Heute befinden wir uns in Taichung, genauer gesagt im quirligen Stadtteil Beitun. Hier befindet sich das Restaurant Jinjan, bei der der 28-jährige Oh Yen Hong seine Ausbildung zum Koch macht. Die Küche befindet sich vorne im Restaurant, daher kann man beim Essen den Köchen sehr gut beim Schwenken mit dem Wok zusehen. Das ist wirklich eine beeindruckende Choreografie, wenn sie alle gleichzeitig am Wok sind und zwischendurch die Flammen hochschießen. Mit dem Gespräch musste ich allerdings warten bis zur Mittagspause um 2:30. Als wir dann im leeren Restaurant in einem der großen runden Tische saßen, konnte ich Oh Yen Hong fragen, wie seine Ausbildung zum Koch am Anfang so abgelaufen ist. Ich arbeite schon über 2 Jahre im Kuaichao. Am Anfang durfte ich nur den Boden wischen und das Geschirr abräumen und spülen. Später durfte ich dann das Gemüse schneiden und anrichten. Um das richtige Schwenken des Woks zu trainieren, hat mein Meister viel Salz in den Wok geschüttet und mich üben lassen, das Salz auf und ab zu schwenken. Erst als er fand, dass ich das Schwenken richtig beherrsche, durfte ich anfangen, über dem Feuer mit Gemüse zu üben. Das Gas, welches wir benutzen, ist dabei viel stärker als das, was man zu Hause in der Küche hat. Deswegen ist es auch schwer möglich, zu Hause den gleichen Geschmack zu erreichen wie in einem echten Schnellrestaurant. Unsere Woks sind zwar aus Eisen, aber sie sind nicht so schwer. Anstrengend ist es aber dennoch, weil man für viele Stunden den Wok für die verschiedensten Gerichte schwenken muss. Deswegen muss man schon sportlich sein. Ansonsten kann man diese Arbeit nicht lange durchhalten. Aus diesem Grund schwenken auch fast nur Männer den Wok. Um diese Arbeit zu machen, darf einem die Hitze vor allem vor dem Gasherd nichts ausmachen. Außerdem muss man sehr geduldig sein, da man am Anfang viel Zeit für das Üben investieren muss. Wie viel verdient man denn so in einem Kuaichao-Restaurant? Am Anfang meiner Ausbildung habe ich im Monat 26.000 Taiwan-Dollar verdient. Das sind umgerechnet 795 Euro. Umso mehr ich lerne, wird mein Gehalt über die Zeit auch ansteigen. Wenn ich bis zum Meister lerne, dann kann ich so um die 35.000 verdienen. Das sind ca. 1.000 Euro. Wann ich dieses Ziel erreicht habe, entscheidet mein Meister. Es gibt auch die Möglichkeit, eine staatliche Prüfung abzulegen. Aber erstens kostet das viel Geld und zweitens bedeutet das noch lange nicht, dass man richtig gutes Essen kochen kann. Wenn man viel lernen möchte, dann ist es immer noch am besten, wenn man von einem guten Meister in seinem Restaurant lernt. Denn jedes Restaurant hat seinen ganz eigenen Stil. In unserem Laden gibt es einen ganz besonderen Geschmack. Unsere Kunden kommen speziell dafür zu uns.
我们店里的客人大部分都是一般家庭，喜欢来买炒饭，和几道快炒当配菜。Die Leute, die zu uns kommen, sind vor allem Familien, die gebratenen Reis mit schnell gebratenem Fleisch und Gemüse bestellen. Neben Familien kommen auch Leute mit ihren Freunden, die gemeinsam was trinken möchten und zum Alkohol einige schnell gebratene Gerichte bestellen. Wir liegen dabei preislich betrachtet so im Mittelfeld, also nicht sehr teuer, aber auch nicht besonders billig. Das liegt unter anderem daran, dass ein Kreuzau-Restaurant zu betreiben sehr anstrengend ist, weil man neben dem Kochen auch noch sehr viele Dinge im Voraus vorbereiten muss. Es ist daher besser, wenn man in einem Team zusammenarbeitet. In dem Restaurant, wo ich arbeite, sind wir nur 3 Leute, die am Bock braten können. Also mein Chef, sein Sohn und ich. Die anderen kümmern sich um das Geschirr, bedienen oder nehmen die Bestellungen auf. Nur 3 Leute können braten. 其他的人都是柜台跟洗碗、端盘子、扫地。我们这间店是早上11点到下午2点，然后中间休息到4点半，然后才从4点半开始到晚上8点半。Wir beginnen um 11 Uhr vormittags bis 14 Uhr, dann haben wir eine Pause. Um 4:30 nachmittags arbeiten wir dann weiter bis 9:30 abends. In der Woche haben wir einen Tag frei.Für den Monat bekomme ich allerdings 6 Tage frei. Außer chinesisch Neujahr und ein paar Feiertage gibt es aber keinen Extraurlaub. Also es gibt nicht sehr viel Freizeit für uns. Mein Ziel ist es später, mein eigenes Restaurant aufzumachen, weil man kann eigentlich nur dann wirklich Geld verdienen, wenn man sein eigener Chef ist. 以后的目标是自己开间店。你自己要开，自己当老板。对，自己当老板才赚得到钱。Ich danke Ouyen Hong für das schöne Gespräch und wünsche ihm viel Erfolg für die Zukunft. Falls Sie das Restaurant mal besuchen möchten, habe ich die Adresse auf unserer Internetseite auf Radio Taiwan International, Deutsch, im Wochenendmagazin verlinkt. Ich bedanke mich mal wieder fürs Dabeigewesensein. Auf Wiederhören.